Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Heute gibt es wieder ein neues Gameplay von mir von GTA 5 sozusagen. Da mir jetzt mittlerweile schon ein paar Leute geschrieben haben, ach, macht doch ein Let's Play und diverse Geschichten sozusagen. Und da habe ich schon gesagt, nein, ich möchte kein Let's Play machen, weil das macht halt jeder. Das habe ich auch im letzten Part schon gesagt. Deswegen werde ich halt immer mal geile Gameplays hochladen von geilen Missionen sozusagen, die ich übrigens blind spiele. Also ich kenne die Mission noch nicht. Und werde dabei immer mal so erzählen, meine Spielerlebnisse, die ich bislang gehabt habe. Und wieder ist ein Tag vergangen. Ich habe vieles Neues schon wieder in GTA erfahren und habe jede Menge Scheiße schon wieder an sozusagen gebaut und gehabt auch sozusagen. Oh mein Gott, hier gab es Abfackerstellen, das glaubt ihr mir nicht. So, was es denn jetzt zum Gameplay gibt, das ist jetzt mit Trevor, also mit dem dritten Charakter, der etwas durchgeknallt ist sozusagen. Der ist übrigens im Spiel aufgetreten, da hat er erstmal eine Alte von hinten genagelt, da habe ich natürlich erstmal übelst gefeiert wie so Weltmeister. So viel zu dem Thema hier: Sex, Sex, Drogen, Schimpfwörter und weiß ich nicht, was alles noch für Geschichten. Und mit denen spiele ich derzeit mit einem, also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen: ich spiele mit zwei Charakteren gleichzeitig. Der eine ist jetzt mit einem anderen Kollegen zu einem Haus gefahren und der Trevor, mit dem wir derzeit hier im Hintergrund spielen, was jetzt auch gleich losgeht, der muss jetzt eine Geisel foltern und muss Informationen aus ihnen rausquetschen sozusagen. Und ich glaube mal, das machen wir jetzt gleich mal. Mission streng nach Vorschrift oder so hieß die. Keine Ahnung, wie ich den Titel dann nennen werde, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Nein, nein, nein. Hahaha. Nicht die Zunge. Natürlich nehme ich nicht die Zunge. Meine Zähne sind perfekt, hat er gesagt. Ich habe mich jetzt erst einmal, wir konnten uns jetzt verschiedene Foltermaterialien raussuchen sozusagen. Da haben wir uns jetzt erstmal hier eine Kneifzange genommen, weil ich glaube mal, das könnte sehr amüsant werden. Und dort oben steht, halte RT gedrückt, um einen Zahn zu knacken. Okay. Okay, dann machen wir das mal. Ja. Bitte, bitte, nein. Und da, meine Zähne. Nein, nein, es tut so weh. Aber es muss wehtun. Und jetzt? Komm. Na, gib mir deinen Zahn. Los, los. Na komm, ich hab ihn gleich. Und? Ah. Ey, der ist aber lange nicht geputzt worden. Der ist schon ganz schön vergilbt gewesen. Mr. Phillips, so. Ask him about Tahir Chavon. What did you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. The right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. So, okay. Die sitzen natürlich erstmal hier. You're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. What a dick. Was für ein Arsch. So, ihr seht derzeit meinen schicken Lamborghini, würde ich mal so behaupten. Langsam. Ich zeige euch mal, das sind derzeit meine Waffen. Ihr seht es, wir haben in Zwischenzeit sehr viel Kohle gemacht. Alleine schon durch das Gameplay von letztens, durch diesen Juwelenüberfall, haben wir richtig viel Schotter abgestaubt. Und dann habe ich mich natürlich erstmal ausgestattet mit Waffen. Übrigens, man kann die Waffen auch verbessern mit Schalldämpfer, größeres Magazin, eine Taschenlampe im Griff und man kann Färbung machen. Ich habe natürlich die Goldfärbung genommen. Danach habe ich mir erstmal eine geile Karre besorgt, wie diese, nur etwas anderes. Es war ein Mercedes und bin damit erstmal zum Tuner gefahren, wobei ich dann sozusagen erstmal gepanzert habe. Also ich habe die Karre erstmal kugelsicher gemacht
Dann habe ich da, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Nuss war oder irgendwas. Auf jeden Fall gibt es da noch, man kann die Spoiler verändern, man kann den Lack verändern, ist ja klar. Man kann aber auch Bremsen verändern, man kann die Karren tiefer legen, man kann Spoiler dran bauen, man kann die Felgen ändern, man kann so viel mit den Autos machen. Das ist echt unnormal, aber ich steige jetzt erstmal ein. Oh, natürlich habe ich jetzt gleich wieder geschossen, stummes Sau, ich Elender. Ich will... So, das ist übrigens mein Handy. Habe ich auch ein bisschen umhantiert sozusagen. Hört auf zu schreien, ihr Bitches. So, ich brauche... Das müsste meine Pistole sein. So, ich nehme... Sender nehme ich immer den. Ihr hört's. Pussycat Dolls oder so. So, wir fahren jetzt einfach mal. Wartet mal, ich guck mal schnell. Kann ich? Ne, geht leider nicht. Okay, wir fahren jetzt. Ja. Ich dachte, das kann ich das Dach noch aufmachen. And as you can see, we're trying to take full advantage of it. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Wow, right? Was ist das für ein Uchse gewesen? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There are more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system. So, ich lasse die jetzt einfach mal quatschen. Das ist mir jetzt einfach scheißegal. Ich bin übrigens jetzt zurückgefahren, weil ich dachte, oh, seht ihr, da tappt er ja von ihren Lappen, dass ich den Audi sozusagen vom Anfang an nochmal, den suche ich und suche ich und würde den gerne haben wollen und bei mir in die Garage stellen. Da gibt es so einen richtigen geilen Audi. Und naja, was habe ich denn in der Zwischenzeit noch alles so erlebt? Ja, ich bin Flugzeug geflogen, ich bin Helikopter geflogen, habe eine Mission gemacht, eine Dreier-Mission war das. Da ist der eine Helikopter geflogen, da musste ich immer hin und her switchen, müsst ihr euch das so vorstellen. Der andere ist sozusagen auf dem Dach gelandet und hat sich dann abgeseilt zu einem übelsten Wolkenkratzer. Und der dritte hat sich auf... Oh, ihr hört's, Britney Spears ist angesagt. Und der andere war, ich glaube mal, zwei Wolkenkratzer weiter mit einer Sniper und hat den dann den Rücken freigehalten. Da musste ich immer hin und her switchen sozusagen. Erst musste ich Heli fliegen, dann musste ich mich den Wolkenkratzer runterseilen und musste dort irgend so eine Geisel retten, der dann gleich von irgendwelchen anderen in Beschlag genommen wurde. Gleich so mit Sack über Nischel rein in die Karre, das war richtig... krass drauf, auf jeden Fall. Und dann sind die nämlich weggeflogen, da musste ich dann zu den dritten switchen und musste dann sozusagen mit dem Sniper die Helikopterpiloten abschießen. Das war schon richtig fett, muss ich mal sagen. Und ja, dann war bin ich noch, wartet mal, erstmal gucken, was jetzt kommt. Lass mal einfach jetzt mal Britney Spears sein. Oh, was hat denn der hier für einen Koffer? Find out who we're looking for. Ah, der Sniper drin. Ich habe so einen Sniper. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please. I tell what? You what Loosen you him up. No, no, please. So, wir dürfen uns anscheinend jetzt wieder was aussuchen. Also, wir hatten die Kneifzange vor uns schon. Ich sage mal, so ein Benzinkanister ist natürlich auch geil. Aber ich sag mal, so Elektro oder... Ja, ich... Komm, nimm mal Elektrizität, meine Fresse, Alter, was quatsch ich denn hier? Ja, komm, ein bisschen Strom, damit es, damit die Pfeife steht, sozusagen. Halte er gedrückt, um linken Klammer anzuklammern, ja. Rechts Klammer gedrückt und drück A, um die, okay.
Ach so, an den Nippel auch noch. Ich sag's dir, hä? 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 Hast du Angst, ja? Hä? Hey! Now, huh? Now you ready to talk? I've been waiting so long since the day I got kidnapped. The second That's what we were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was like. Middle age. Yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Okay, finde das Ziel. Okay. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's it look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You okay. Gotta follow the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. So, wir brauchen mehr Infos, deswegen müssen wir anscheinend weiterfoltern. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant what he's wanted. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Jetzt nehme ich den Benzinkanister. Jetzt will ich den Benzinkanister haben. This is a mental battle, my brother. You gotta convince yourself you're not gonna drown. What if you get it wrong? I got blood in my mouth. I will drown. Okay. Ach so, das soll er jetzt trinken oder was? Na? Sag immer, der ist aber hartnäckig. Guckt euch mal die Nippel von denen an, richtig verbrannt hier. So, jetzt kriegt er aber jetzt kippischen aus hier. He's wet, all right. Let up. Are we gonna get him up? The blackness is terrible. Die Dunkelheit ist schrecklich. The government should kill me. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No. Bitte, nein. Er hat einen Bart, okay? Uh-huh. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling you the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Luftschlag? What the fuck? I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Okay, ihr seht meinen goldenen Sniper übrigens gerade. Er hat einen Bart. Zoom in. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Der hat einen Bart, ja? Some stubble gonna cut it. Let's start at Mountain Man and we'll work our way down until someone fits the profile. Now, there's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Wir brauchen mehr. Oh, jetzt kommt der Schraubenschlüssel. Jetzt kommt der Schraubenschlüssel. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. Ich hab voll die Pusteln im Gesicht, ey. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. Huh? I told you, he smokes. That's all I know. So, ich sag mal, zu guter Letzt nehmen wir jetzt noch den Schraubenschlüssel. We got nothing to lose. Oh, yeah.
den Schraubenschlüssel zu schwingen. Aha. Don't flinch now. Okay, das tat bestimmt sehr weh. Oh, jetzt ist er gestorben, ne? Komm, wir hauen ihn gleich mal hier. Jetzt hat er eine Runde Morphium gekriegt, Hauptsache er holt sich jetzt keinen runter oder so. Direkt ins Herz, krasse Kacke, Alter. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chainsmokes. And he's left-handed. What's that? Kettenraucher. Chainsmokes. Linkshändler. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Okay. Kettenraucher und Linkshändler und ein Bart. The cigarettes that'll kill them. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. Hier haben wir ihn doch. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate. Würde ich mal so behaupten. He's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking the shot. Soll ich ihn jetzt abschießen, okay? Davy, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe. Could ja. be. Used to be. Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Okay. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair. Und der Arbeit alle zusammen. Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. So, ich bin wenigstens so fair und mach ihn wieder los. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Alter, ich hol gleich Schraubenschlüssel mit und gib dir gleich noch eine. Come on, up the fucking stairs. Oh, fuck's sakes. Come on, let's go. Alright, now you got a flight to catch. Okay, let's get you to the airport. Oh, safety first. So, okay, ihr seht es, sozusagen die Quest ist immer noch nicht zu Ende. Aber ich will jetzt eine andere Musik haben. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? So, mal sehen, wie lange es noch geht. Also ich werde die Quest auf jeden Fall zu Ende spielen und wenn sie noch eine Stunde geht, dann lade ich halt ein Stunden-Gameplay hoch, das ist wieder wurscht. Ey, Kloppy ist hier. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get fine on a plane. My, yeah. You're flying a long way from this country, and you're gonna spread your message. I don't Ooh. Have a message. You're a hey, torture Kunde, advocate. Es hätte jetzt fast geklappt hier. Yeah. Okay, wir müssen hoch und abbiegen, okay? Oder runter und abbiegen, oder? Wunderwerfen, okay? Ourselves. Did we get okay, any hier geht's lang. Information out of you? I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer or the guy giving the order to the torturer. You torture for the cops. Truck, okay. Habe ich bislang auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Sometimes you torture for the torturer. Muss ab und zu mal immer links auf die Karte gucken. Deswegen ist durchaus möglich, immer mal mit irgendwelchen Zusammenstößen zu rechnen. Außerdem, ich bin auch schon einem Panzer begegnet und einem Jet. Das ist aber nicht so klimpflich ausgegangen, sagen wir mal so. Die haben es nämlich auch nicht abgesehen gehabt und haben mir arg auf die Fresse gegeben, ganz ehrlich. So, müssen wir jetzt wohin fliegen oder was? Okay. Los Santos, ja. Okay.
Ja, oben ohne, vollkommen hingerichtet hier, muss er jetzt auf dem Flughafen. But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Alter Schwede, komm, tritt ihn doch in den Arsch. Oh, mit Koffer, okay. Trottel, Alter. Okay, wir haben bestanden. Halt mich jetzt nicht auf. Das ist das Einzige, was wir nicht geschafft haben. Aber, naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, GTR 5 bei mir, euren Yeti Tobi. Und haut rein und Dilü, bis zum nächsten Mal.